Ich muss durch diese Tore. Hätte sich was in der Turbine verhakt. Wie sind die da reingekommen? Yeah.
Ich hab's in den zweiten Kontrollraum geschafft. Wurde langsam Zeit. Ich bin bereit, wenn du Einheit online. Abgeschlossen. Fehler ungültig. In 3, 2, 1. Okay, wende die Raupe. Wir treffen uns drauf. Ich will's hoffen. Aus diesem Gefängnis vor sich selbst ist nicht möglich. Der einzige Weg in die wahre Freiheit ist der innere Weg. Nur wer sich selbst kennt, kann sich so entwickeln, wie es seine Bestimmung ist. Zum Teufel ist sie! No!
Hangar geht's dort lang. Ich weiß. Gut. Und wo fährst du hin? Bin gleich wieder da. Was? Hey, komm zurück! Dani, wo bist du? Was tust du da? Was ist da drin? Medizinkram. Bullshit. Mach's auf. Warum? Weil ich es sage. Und weil wir vorher nirgendwo hingehen. Okay, gut. Was? Ja, hab's dir doch gesagt. Aber laut Akten hast du mehrmals geliefert, kurz vor dem Vorfall. Ich und viele andere Frachter. Versuch nicht, dich rauszureden. Du steckst damit drin. Ich hatte nichts mit der Sache auf Europa zu tun. Was ist mit dir? Ah, dieses Implantat vernebelt mir den Verstand. Das ergibt keinen Sinn. Aber ich finde es raus. Und in der Zwischenzeit reißt du dich zusammen. Irgendwer muss uns hier rausfliegen. Komm jetzt, wir gehen. Hier lang. Was dachtest du, würdest du finden?
UJC-Biokampfstoff. Von Europa hierher verfolgt. Zu meinem Schiff? Das dachte ich mir. Der Kontrollraum ist direkt vor uns. Mach dich bereit. Von Black Iron möchte ich Sie auf Callisto willkommen heißen. Sie kommen zu einem guten Zeitpunkt. Dem Beginn einer neuen, strahlenden Zukunft. Vorhin, warum hast du das mit Elias gemacht? Ich war im Stress. Hatte keine Zeit, auf den Datentransfer zu warten. Ich muss alles darüber wissen, was hier vor sich geht. Aber du hast es einfach rausgerissen? Als hättest du nicht schon dasselbe getan. Bei jemandem, den ich kenne. Kanntest du ihn wirklich oder hast du ihn nur zur Flucht benutzt? Das Schiff wartet im Orbit. Ich aktiviere den Fernruf. Wir können den Aufzug im nächsten Raum nehmen, um aufs Landungsdeck zu kommen. Ja, von da aus sind wir losgeflogen. Ich erinnere mich. Schön. Ich rufe den Aufzug. Kein Signal. Zurück in die Zellen. Sie töten alle. Ich vermute, jemand versucht zu verschleiern, was hier passiert ist. Schau dich um. Vielleicht findest du was. Betriebssystem. Nähern Sie sich nicht dieser Einheit. System offline. Fehlercode JOB19. Der Aufzug ist da. Sind gleich da. Ja, sind wir. Ohne deine Hilfe hätte ich es nie geschafft. Ich weiß. Das scheint dich nicht zu überraschen. Was denn? Nichts von allem. Und der ganze Scheiß, der hier abgeht. Sowas habe ich schon mal gesehen. Auf Europa. Europa? Die Nachrichten behaupten, dass ihr das wart. UJC-Propaganda. Es ist nicht immer alles so, wie es scheint. Wie bei mir und der Fracht, die ich transportiert haben soll. Vielleicht. Ich würde es gern glauben. Man muss akzeptieren, was man nicht ändern kann.
Trotzdem, Sie sind wirklich weit gekommen. Vielleicht hatten Sie beide doch Potenzial. Mr. Lee und Miss Nakamura, Ihre Reise war besonders weit. Den ganzen Weg von Europa. Was sagen Sie? Doch leider steht zu viel auf dem Spiel. Und das Protokoll muss erfüllt werden. Auch wenn dies Ihr Ende ist, haben Sie sich meinen Respekt verdient. Halt. Nein, nicht. Lauf! Lauf! Lauf, lauf! Jacob! Nimm meine Hand! Jacob! Diese Leichen an. Sie töten alle. Ich vermute, jemand versucht zu verschleiern, was hier passiert ist. Das wird kurz dauern. Schau dich Sicherheitsnähe. Das kann nicht hergestellt werden. Kritikstoffe erkannt. Fehlercode. Bitte Wartung. Wartung. Zurück in die Zellen. Gleich da. Ja, sind wir. Ohne deine Hilfe hätte ich es nie geschafft. Ich weiß. Das scheint dich nicht zu überraschen. Was denn? Nichts von allem. Und der ganze Scheiß, der hier abgeht. So was habe ich schon mal gesehen. Auf Europa. Europa? Die Nachrichten behaupten, dass ihr das wart. UJC-Propaganda. Es ist nicht immer alles so, wie es scheint. Wie bei mir und der Fracht, die ich transportiert haben soll. Vielleicht
Ich würde es gern glauben. Da ist es. Noch 2 Minuten. Das passt genau. Das ist viel größer als mein altes Schiff. Kannst du es fliegen? Ja. Ich kann alles fliegen, wenn es uns hier wegbringt. Was machst du da? Ich mach gar nichts. Ja, man muss akzeptieren, was man nicht ändern kann. Trotzdem, sie sind wirklich weit gekommen. Vielleicht hatten sie beide doch Potenzial. Mr. Lee und Miss Nakamura. Ihre Reise war besonders weit. Den ganzen Weg von Europa. Was sagen Sie? Doch leider steht zu viel auf dem Spiel. Und das Protokoll muss erfüllt werden. Auch wenn dies ihr Ende ist, haben sie sich meinen Respekt verdient. Halt. Nein, nicht. Lauf! Lauf! Lauf, lauf! Danny! Jacob! Jacob! Wir müssen weg! Schnell! Da kommt noch mehr! Wo zur Hölle sind wir? Weiß nicht. Warte. Moment. Die Konsole funktioniert noch. Oh Gott. Was? Was ist das? Das ist Arkas. Arkas. Die ursprüngliche Kolonie, auf der das Gefängnis gebaut wurde. Da ist ein Aufzug in der Nähe. Der bringt uns zum Transportzentrum. Von dort zur Kolonie und dann zurück nach Black Iron. Zurück nach Black Iron? Nein! Nicht in Frage, wir sind fast gestorben, um da rauszukommen. Hier geht's nicht ums Fliehen, Jacob. Worum geht es nicht dann? Mehr. Worum geht es? Antworten! Warum schießt der Warden eines seiner eigenen Schiffe ab? Weiß Und es. Was hat das mit Europa zu tun? Das sollte doch nur ein weiterer Job sein. Das ist verdammter Irrsinn! Ich weiß. Aber haben wir eine Wahl? Komm,
Hier ist es nicht sicher.